LevelX Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. Heute wollen wir uns die mittlere Ikone von George Best angucken. Er ist einer unserer Lieblingsspiele. Wir haben ihn die letzten Teile immer gespielt und er kam immer richtig geil rüber. Dies Jahr haben wir ihn noch nicht so früh gespielt, weil er einfach sau teuer war. Er kostet jetzt noch, also die mittlere Variante kostet jetzt noch auf der PlayStation über 1 Million. Ein stolzer Preis für eine mittlere Ikone. Deswegen würde ich auch sagen, lass uns mal auf die Werte gucken. 1,75 groß, mittelgering Arbeitsraten. Ich muss zugeben, in den letzten Jahren kam das immer besser rüber. Ich hoffe, das wird hier auch der Fall sein. 4 Sterne dazu. Man muss sagen, der schwache Fuß hat sich die letzten Jahre immer angefühlt wie 5 Sterne. Deswegen, ich hoffe, da haben die nichts genervt an ihnen. Bei den Werten, ja, Tempo sieht natürlich schon geil aus. Gehen wir auch safe noch mit dem Hunter, um das weiter hochzutreiben. Die Schusswerte sehen einfach nur krass aus. Der hat immer so geile Tore geschossen. Dazu muss man sagen, Übersicht 89, langer Pass 88. Die Passwerte sehen eigentlich richtig gut aus. Bis auf der kurze Pass, der mit einer 76 schwächelt ein bisschen. Müssen wir auf dem Platz mal beobachten, wie sich das so äußert. Die Dribbling-Werte, ja, da kann man auch nicht meckern. 91 Beweglichkeit, 88 beweglich. Dazu diese kleine Größe. Eigentlich hat er sich immer richtig geil angefühlt. Man muss auch sagen, er hat eine nice Sprungkraft, eine gute Kopfballpräzision. Also er hat immer schöne Kopfbälle gemacht. Dazu 78 Ausdauer, was ja etwas fragwürdig ist. Müssen wir mal wirklich gucken, wie das am Ende sich äußert auf dem Platz. Bei den Spezialeigenschaften bringt er leider nur den Flair mit. Ja, insgesamt ist das wirklich eine interessante Karte. Wie gesagt, einer unserer Lieblingsspieler. Deswegen werde ich hier auch wahrscheinlich ein bisschen parteiisch sein. Aber ich würde sagen, lang genug geschnackt. Lass uns gucken, was bringt er auf den Platz. Lange Pass hat er doch. Kriegt ihn nochmal zurück. Leider kriegt Sanchez den, aber er wäre perfekt gelaufen und er hätte den gemacht im Notfall. Und schöner, langer Pass von ihm. Ich sag's euch, also die Pässe kommen natürlich sauber an. George Best hat noch den riesigen Vorteil. Man kann ihn, okay, in Rage Quit, man kann ihn sowohl auf dem Flügel spielen, als wie wir es jetzt auch machen, im Sturm. Also das ist natürlich perfekt, dass er noch so viel Flexibilität mitbringt. Komm, Kopfball, ich hab's angesagt. Und er macht ihn auch. Also wie gesagt, die Kopfbälle, eigentlich sind die tot, aber George Best, das ist nicht der erste, den er versenkt. Sauber. Nächster Rage geht weiter, Leute. Komm, komm, komm. Oh Mann, jetzt muss er natürlich so gefoult werden, aber den Elfer bekommt er. Komm, ich mache auch keine große Kunst mit ihm, einfach den Glitch. Aber die Elfmeter-Werte bei ihm sind richtig brutal, also man kann ihn auch normal schießen. Ich wollte es jetzt nur mal sicher gehen. Auch wieder schön herausgearbeitet vom Best. Also man muss schon sagen, er gehört auf jeden Fall zu diesen Premium-Ikonen, die man gerne im Team haben muss oder möchte. Und Knaller, leider gehalten. Aber ja, die Schüsse von ihm, die haben auf jeden Fall sehr viel Zug. Also man sieht, da kann schon was rauskommen. Jetzt aber, Mensch, über den Umweg. Aber ey, ich sag dir, der ist so Allround-mäßig. Der hat einen geilen Schuss, einen geilen Pass, ein geiles Dribbling, flink. Und einige Werte, die auf der Karte schlecht aussehen, die fühlen sich schon viel besser an. Aber das sage ich noch nicht vorweg. Schönes Ding. Komm, kurze Ecke. Oh, schade, Mann. Oh, jetzt aber. Komm, das Ding muss sitzen. Ja, okay, easy gemacht. Er hat aufgemacht. Ja, George Best, also was soll ich zum Stellungsspiel sagen? Erste Sahne, Leute. Also, wie gesagt, Skill gibt's recht zügig mit ihm und die Schüsse sind immer sehr, sehr hart. Also könnten auch mit Glück mal reingehen. Oh, ein dickes Ding nochmal. George Best, was für ein Spiel von ihm. Also das waren jetzt 3 Spiele in Folge. Die ersten beiden sofort Rage Quits. Der Gegner hat es, glaube ich, gesehen, was auf ihn zukommt. Und hier wieder eine geile Leistung. Alter, der lange Pass kommt wieder durch. Und die nächste Bude. Ja, Mann, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Glück hier. Geht alles rein. Aber die langen Pässe, Alter, die sind ja wirklich hervorzuheben. Die kommen ja alle perfekt an. Die kurze Pässe, muss ich sagen, kommen auch so stabil an. Drittes Spiel mit George Best, der dritte Rage Quit ist da. Leute, wir haben nicht nur diese 3 Spiele jetzt gemacht, die wir aufgenommen haben, wir haben noch einige mehr mit ihm gemacht. Deswegen, komm, lasst uns auch ins Fazit gehen und sagen, was sind die Vorteile bei ihm und was sind die Nachteile. George Best hat sich von seiner besten Seite gezeigt in diesem Review. Ich muss sagen, die Tempowerte kommen sogar leicht besser rüber, als sie auf der Karte stehen. Die Schusswerte, ja, da muss ich sagen, die sind geil, die sind auf diesem Niveau von 1 Million.
Million Coins auch, aber er macht nicht jede Bude. Das muss einem bewusst sein. Er ist nicht derjenige, der wirklich alles rasiert. Die Pässe kann ich gar nicht mängeln, das Dribbling genauso wenig. Eine Sache muss ich hervorheben, die Stärke, eigentlich nur eine 68 auf der Karte, kommt viel, viel besser rüber. Also da, er setzt nach, er gewinnt Zweikämpfe, das ist richtig geil an der Karte. Und insgesamt auch das, was ich von einer Ikone erwarte, die 1 Million kostet. Ich muss aber sagen, er gefällt mir nicht so gut wie das letzte Jahr oder die letzten Jahre. Da war sein Schuss einfach so brutal krank, das bringt diese Karte nicht drüber. Die ist wie gesagt gut, aber nicht perfekt. Ich weiß nicht, ob es die Prime-Variante besser macht, aber wir werden es auf jeden Fall auschecken. Insgesamt muss ich sagen, diese Karte ist sehr, sehr gut. Die ist auf diesem Level von Mbappé, Neymar und vielleicht ein Stückchen auch drüber. Deswegen hätte ich gesagt, die ist geil, gönnt euch die auch, falls ihr überlegt, den zu holen. Aber ich muss sagen, dadurch, dass er mir dieses Jahr etwas schlechter gefällt als die letzten Jahre, bin ich tatsächlich enttäuscht von der Karte. Soll aber nicht die Karte mindern. Der ist geil und der ist auch sein Geld wert. Dementsprechend würde ich auch sagen, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch für das Video da lassen. Falls ihr neu auf den Kanal gestoßen seid und gerne mehr solcher Reviews sehen wollt, abonnieren, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.